Die grüne Lunge am Günthersburgpark ist angesichts der Klimaerwärmung eine unersetzliche Kalt- und Frischluftschneise, von der Wetterau herkommend in das Nordend, nach Bornheim und in die Innenstadt. Sie bringt frische Luft und kühlt die überhitzte Stadt. Bedroht ist die Luftschneise durch das Bebauungsprojekt Günthersburghöfe mit mehr als 80% hochpreisiger Luxuswohnungen. Ist verstopft diese Kalt- und Frischluftschneise. Und wir wollen die Klein- und Freizeitgärten erhalten. Wir wollen eine Erweiterung der grünen Lunge und den bebauten Keil zurückbauen, damit mehr Wetterauwinde durchkommen. Das profitable Großprojekt hat sich 2015 der grüne Planungsdezernent Kunitz gemeinsam mit Investoren ausgedacht. CDU, SPD und FDP unterstützen den Plan. Ökolinks hat 2015 als erste politische Gruppe den Kampf der Bürgerinitiative zur Rettung der grünen Lunge unterstützt. 6 Jahre lang haben die Grünen die Zubetonierung der Luftschneise vorangetrieben. Aber weil die Kritik wuchs, behaupten die Grünen jetzt kurz vor der Wahl, ihre Meinung geändert zu haben. Aber wir trauen ihnen nicht. Sie regieren in Frankfurt seit 20 Jahren mit der CDU. Und wir haben in Jahrzehnten zu oft erlebt, dass die Grünen nach der Wahl ökologische und soziale Bewegungen aus machtpolitischen Gründen hereinlegen. Also Beispiele NSU-Untersuchungsausschuss, Abschiebungen, Dannenröder Forst, Flughafenerweiterung, Wallanlagen, Ringbebauung und so weiter und so weiter. Wir wollen alle Grünzüge und Parks in Frankfurt erhalten. Wir wollen im Nordwesten Frankfurts die Ackerflächen mit wertvollen Lösböden erhalten, so wie die Gärten in Oberrat. Die Bodenversiegelung in Frankfurt soll drastisch gesenkt werden. Das Ziel der Bundesregierung, die Netto-Null-Versiegelung bis 2050 zu erreichen, muss sich auch in der kommunalen Planung endlich niederschlagen. Thank you.